Ja, 150 Jahre SPD heißt 150 Jahre Einsatz für Friede, Freiheit und Gerechtigkeit. Keine Partei in der Bundesrepublik und in der Geschichte hat jemals ihren Namen behalten wie die SPD. Wir können stolz darauf sein, was die SPD in den 150 Jahren an Arbeitnehmerrechten, an Einsatz für Friede und Lohnfortzahlung und Frauenrechte, Frauenwahlrecht zustande gebracht hat. Von daher freue ich mich insbesondere für den Bundestag, für die SPD kandidieren zu dürfen. Ich bin stolz darauf. Ich fühle mich sogar geehrt, dass die SPD mich als den Kandidaten für den Wahlkreis 200 auserkoren hat. Und ich werde alles dafür tun, dass ich weiterhin die Tradition der SPD, nämlich Eintritt für mehr soziale Gerechtigkeit, in Berlin vertreten werde. Damen und Herren und natürlich liebe Genossinnen und Genossen, ich freue mich, dass Sie da sind zum SPD-Kinoabend, 80. Todestag von Clara Zetkin, eine enge Wegbegleiterin von Rosa Luxemburg, auch von Karl Liebknecht, die so landläufig eher alle drei mit Spartakusbund und Gründung KPD verbunden werden, aber die gehören natürlich ganz zentral auch zur Geschichte der SPD, SPD zum Ersten Weltkrieg. Aber das alles werden wir gleich in dem Film von Margarete von Trotta sehen und wiedererleben können. Also wenn es zu sozialtechnokratisch wurde, hier ein bisschen mehr Steuern, da ein bisschen mehr Umverteilung, hier ein bisschen mehr dies, hier ein bisschen weniger das. Und wenn die SPD nicht mehr erklären konnte, wie sie die Gesellschaft verändern will, was eigentlich ihr Leitbild ist, welche Gesellschaft sie eigentlich will, wie sie mehr Gerechtigkeit für alle und mehr Freiheit für den Einzelnen schaffen will, dann hat sie Probleme bekommen und dann kam es entweder zur Gründung anderer Parteien, ob das die KPD war, die Grünen oder die Linke oder sonst wer. Oder wenn es nicht zur Gründung von anderer Parteien kam, dann kam es gegebenenfalls zu schlechten oder auch sehr schlechten Wahlergebnissen für uns, für die SPD. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass uns Detlef Pilger jetzt erklären wird, warum wir jetzt keine Kaffeepausenpartei sind, sondern warum es sich lohnt, auch diesmal SPD zu wählen. Schön, dass Sie da sind. Das ist schon ein Fund. Das ist ein Fund, das wir haben. Und mit diesem Fund können wir einzig und allein wuchern, weil keine Partei in Deutschland ist so alt wie wir. Und keine Partei hat eine solche Tradition wie wir. Begonnen mit Ferdinand Lassalle, der einfach diese Missstände in der Gesellschaft sah, die Kluft zwischen Arm und Reich, ging deutlicher noch auseinander wie heute. Heute haben wir aber tendenziell wieder ein ähnliches Verhältnis. Tendenziell. Natürlich nicht in der Ausprägung. Aber Ferdinand Lassalle hat das erkannt, ein hochintelligenter Mensch, und hat gesagt, an dieser Situation muss ich was ändern, und hat Taten folgen lassen. Und plötzlich haben sich Menschen zusammengefunden. Wir haben jetzt das Motto, dass wir entscheiden. Ich bin mit dem Motto nur einerseits zufrieden. Man hätte es deutlicher formulieren können. Man hätte deutlicher noch auf die Frage der sozialen Gerechtigkeit eingehen können, denn das ist das Fund, was uns die Menschen zubilligen. In diesem Land sahen 65% der Bürgerinnen und Bürger, sahen, die Partei der sozialen Gerechtigkeit ist die SPD. Und das schlägt sich in keinster Weise in den Umfragen wieder. Das ist das Paradoxe. Aber das ist unser Fund und damit müssen wir wuchern und da haben wir auch eine gewisse Glaubwürdigkeit. Und es war, Thorsten Rudolph hat es angedeutet, es kam immer zu Knackpunkten, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste. Wenn wir diesen Pfad verlassen haben, dann gab es immer Knackpunkte innerhalb der Partei. Entweder kam es zu der Abspaltung von Rosa Luxemburg, die gesagt hat, das ist nicht mehr meine Partei. Warum ist das nicht mehr meine Partei? Weil diese Partei die Kriegskredite mit bewilligt hat. Dann hat die gesagt, das passt nicht zusammen mit einer Partei, die für Friede, Gleichheit und Gerechtigkeit eintritt. Das war die Konsequenz. Man hat also damals, pragmatisch, hat man diese Linie und die Grundwerte, nämlich die Friedfertigkeit und der Pazifismus, der ein Teil dieser Partei ist, das hat man verlassen. Und dann gab es Leute, die dann gesagt haben, konsequenterweise, dann ist das nicht mehr meine Partei. Ich erinnere mich an die Bundestagswahl 2009, immer noch anknüpfend an Hartz-IV-Reformen und Agenda 2010, wo Hunderttausende gesagt haben, das ist nicht mehr meine Partei, weil wir haben diesen Pfad verlassen. Es war eine andere Zeit, es war eine andere gesellschaftliche Konstellation und das, was man damals gemacht hat,
war vielleicht sogar so gedacht, um diese Talsohle zu überwinden, eine Brücke zu bauen, Arbeitslosigkeit möglichst flach zu halten. Man hat Arbeitsformen geschaffen, die bis dato gar nicht da waren, aber diese Arbeitsformen sind beständig geblieben bis zum heutigen Tag. Das ist das Problem. Es ist nicht als Übergang genutzt worden, dass man gesagt hat, okay, wir federn diese schwierige Zeit etwas ab, sondern was hat die Wirtschaft gemacht? Sie hat es installiert und es ist zum Standard geworden. Ein Teil der Unternehmen arbeiten mit den gleichen Arbeitsplätzen, prekäre Arbeitsplätze weiter, die damals als Überbrückung gedacht waren. Da wurden Fehler gemacht von unserer Partei. Das haben wir mit unserem aktuellen Wahlprogramm korrigiert. Wir haben ein wesentlich besseres Wahlprogramm. Da wurden diese Schritte verändert. Wir wollen 450-Euro-Jobs abschaffen. Wir wollen prekäre Arbeitsplätze runterfahren. Wir wollen Werksverträge einschränken. Beziehungsweise Werksverträge nur noch erlauben, wenn es auch eine Betriebsrat- bzw. Personalrat-Zustimmung gibt. Aber da sind wir auf dem Weg dazu. Und da haben wir viel Glaubwürdigkeit verloren. Und es ist eigentlich wie in jeder Beziehung. Wenn man irgendwann mal die Glaubwürdigkeit verliert, dann dauert es sehr, sehr lange, bis man diese Glaubwürdigkeit wieder zurückgewinnt. Und das lassen uns die Wählerinnen und Wähler nach wie vor bis zum heutigen Tage spüren. Wir haben die Tradition von Ferdinand Lassalle, von August Bebel, den Gründern dieser Partei, Willy Brandt, der dann in den 70er Jahren formuliert hat, mehr Demokratie wagen. Mehr Demokratie wagen. Damit war ein Aufbruch verbunden. Die Leute haben Visionen gehabt. Wir haben das nicht alles umgesetzt, aber es gab eine Bewegung, es gab eine Friedensbewegung. Hunderttausende sind nach Bonn gegangen und haben gegen Pershing II demonstriert. Wir hatten eine Bewegung ausgelöst. Heute mit unserem Motto, das wir entscheidet, ist ja so was wie das Gemeinsame. Das macht uns stark, wenn wir schreiten Seit an Seit. Unsere alten Lieder, die ich nach wie vor unglaublich gerne singe. Aber dieses Motto heute, das wir entscheidet, bringt nicht die soziale und die Gerechtigkeitsdimension so rüber, wie es eigentlich notwendig wäre. Weil wir sind die Partei der sozialen Gerechtigkeit. Und ich könnte die Zahlen euch alle nennen. Es ist eine unglaubliche Schieflage in dieser Gesellschaft. 15% der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land sind von Armut betroffen oder arm. 15%. Die erscheinen nicht. Die erscheinen nicht. Michael Fuchs setzt sich bei Maybrit Illner und sagt, wir haben in Koblenz keine Jugendarbeitslosigkeit. Natürlich haben wir in Koblenz ein sehr schwieriges Problem für viele Jugendliche. Nicht, weil sie unbedingt arbeitslos sind, aber weil sie geparkt sind in irgendwelchen Maßnahmen. Ich habe selbst 4 Klassen an der Julius-Wegeler-Schule, sogenannte BVJ-Klassen. Das sind genau diese jungen Leute, die zu 80%, und da bin ich jetzt positiv gestimmt, zu 80% keine Chance haben auf eine ordentliche Berufsausbildung. Die treten nicht in der Statistik auf der Jugendarbeitslosigkeit. Da sind wir nämlich bei 1,9%. Es gibt immer noch 1,9% Jugendliche in Koblenz nach den aktuellen Daten des Jobcenters. 1,9%, die sind arbeitslos. Aber fast 8% kommen nicht in eine Ausbildung hinein. Was heißt das? Ich muss euch das gar nicht erklären, was das bedeutet für junge Leute, wenn sie heute keine Ausbildung bekommen. Also wir müssen, und das ist jetzt, mache ich die Kurve von den 150 Jahren einmal weg, wir müssen in diesem Wahlkampf, all die willens sind, wir müssen die sozialen Themen in den Vordergrund stellen. Das ist unser Fund, was wir haben. Wir haben das Fund, dass die Leute uns das glauben, dass wir die Partei der sozialen Gerechtigkeit sind. Wir haben ein schlüssiges Parteiprogramm, das anders ist. Das heißt, die CDU hat ja eigentlich gar keins. Auf jeden Fall ist unser Parteiprogramm gegenfinanziert und basiert nicht auf wirtschaftlichen Zuwachszahlen, die jetzt vom Wirtschaftsrat schon wieder um 0,3% für 2014 korrigiert, nach unten korrigiert wurden. Also auf Schäuble sagt nicht umsonst, das steht alles unter dem Finanzierungsvorbehalt. 38 Milliarden wollen die finanzieren, sagen uns aber nicht, wo diese herholen wollen. Aber, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, wir müssen an dieser Stelle, wir haben jetzt noch keine 100 Tage mehr Wahlkampf, wir müssen an dieser Stelle ganz deutlich machen, was wir wollen, wofür wir stehen, dass wir die Alternative sind zu den jetzigen Wirtschaftskonstellationen und gesellschaftlichen Konstellationen. Und dann haben wir, und davon bin ich überzeugt, mit Peer Steinbrück, den ich persönlich für einen ausgezeichneten Kanzlerkandidaten halte, der runtergemacht wurde von den Medien und durch eine Kampagne, dann haben wir die Chance, und das muss unser Ziel sein, nur mit unseren Freunden von den Grünen. Wir wollen nämlich nicht nur an die Macht, sondern wir wollen eine andere Politik. Vielen Dank und jetzt viel Spaß bei Rosa Luxemburg und anschließend noch ein Kölsch und noch ein schönes Glas Wein. Bravo.